Das Besondere an unserem Zuhause ist, dass man sich sehr schnell wohlfühlt, man gut entertainen kann, obwohl es ein kleiner Raum ist. Und der ein oder andere schläft auch gerne mal bei uns auf der Couch ein. Aber nicht, weil wir langweilige Gastgeber sind, sondern weil sich unsere Gäste immer sehr wohlfühlen. Ich bin Konsti und komme aus München. Und ich bin der Darian, komme auch aus München und wir wohnen schon seit über einem Jahr in unserer schönen 55 Quadratmeter Altbauwohnung. Wir wohnen in einem Altbau und das Schöne daran sind die hohen Decken, denn trotz begrenzter Quadratmeteranzahl fühlt man sich trotzdem frei und man hat Raum zum Atmen. Ich liebe den Boden, weil ich sehr schlaghaft bin und man hier jeden Schritt verfolgen kann. In unserer letzten Wohnung, zwar Neubau, habe ich darin dann auch gerne erschrocken. Unsere Einrichtungsstile sind tatsächlich etwas unterschiedlich, was manchmal auch zu Schwierigkeiten führt. Ich bin eher sehr minimalistisch und mag es modern und eher sehr schlicht. Und ich bin ein sehr klassischer Typ. Und daher haben wir eigentlich beide Stile versucht irgendwie zu integrieren. Und unser Aim, könnte man sagen, ist auf jeden Fall ein kleiner New York Townhouse-Style. Bei der Einrichtung unseres Esszimmers/Wohnzimmers war uns sehr wichtig, dass wir eine große Tafel haben, also einen großen Tisch, da wir sehr gerne hosten und immer sehr viele Leute da haben. Im Wohnbereich tatsächlich haben wir dann einen Teppich ausgelegt, was das Ganze auch ein bisschen abgegrenzt hat und die Couch auch als quasi Raumtrenner dient. Wir sind beide sehr outgoing, treffen meist immer Freunde und Familie und am Wochenende kann auch gut und gerne unser Zuhause die letzte Station sein, bei der wir uns entweder noch auf eine Runde PlayStation treffen oder einem Film zum Einschlafen oder vielleicht auch sogar auf einer gute Nacht Pasta. Mein persönliches Highlight in der Wohnung ist unsere Bilderwand, da ich das schon immer mal haben wollte. Die Anordnung und die verschiedenen Größen von den Rahmen. Da hat jedes Bild seinen eigenen Charme und ein bisschen Bedeutung für uns. Ob es jetzt die Kim ist oder mein persönliches Favorit, unser Bild, wo wir zwei im Disneyland waren. Das war tatsächlich einer unserer schönsten Tage, die wir hatten zusammen. Bevor es Handys gab, könnte man sagen, waren Bücher oder das Bücherregal das Spiegel zur Seele. Und ich finde, unser Bücherregal zeigt auf jeden Fall unsere Personality wieder. Sei es Idole oder Leute, die uns inspirieren, wie Diana von Fürstenberg, Karl Lagerfeld oder auch Gwyneth Paltrow, die einen Platz gefunden haben bei uns im Bücherregal. Wir haben mega viele Magazine auch in unserem Regal, die ich mir auch wahnsinnig gerne anschaue, da es die Arbeit von meinem Partner, aber auch von vielen unserer Freunde zeigt, die mich einfach immer wieder sehr inspirieren. Ja, ich bin an meinem Lieblingsort hier in der Wohnung, die Küche. Ich koche sehr, sehr gerne und vor allem für meinen Partner Darian oder für Freunde und Familie. Ich war noch nicht in der Wohnung, als wir eingezogen sind. Die haben wir komplett selber konfiguriert, was sau viel Arbeit, Zeit und Nerven gekostet hat. Und ja, aber das Endprodukt ist sehr, sehr schön und wir sind super happy und zufrieden. Ich bin ja ein kleiner Minimalist, weshalb mir bei der Küchenplanung extrem wichtig war, dass ich sehr viel Stauraum habe. Beispielsweise unsere Waschmaschine ist hier unter uns, man sieht sie nicht, was mir sehr wichtig ist. Und dabei darf aber natürlich nicht unsere Kulturen fehlen. Wir haben hier unsere Kochbücher. Meine Mama ist aus Guatemala, darin ist eine Mischung aus Persien und Italien. Und wir haben hier unsere persische Kochbücher und da unten mein Mörser, den mir meine Mama aus Guatemala mitgebracht hat. Unser Cocktailmixer darf auch nicht fehlen für unsere sehr beliebten Küchenpartys. Und daneben natürlich auch ein bisschen Deko wie die Vase Saki. Und hier die Ecke neben mir ist schon die Grenze an Sachen, die ich zur Schau stellen wollen würde. Aber Darin liebt seine Küchengeräte, die er auch sehr fleißig benutzt und kommt auch jeden Tag mit neuen Geräten ums Eck. Darians Kaffee darf am Morgen natürlich nicht fehlen, weshalb wir nachzüglich zu unserer Küche noch einen kleinen Coffee Corner gebaut haben. Wenn Darian in der Küche steht, seht ihr ihn dort. Wir befinden uns jetzt im Schlafzimmer, mein persönlicher Lieblingsort. Am Abend nach einem harten Arbeitstag oder auch wenn man den ganzen Tag im Wohnzimmer gefaulenzt hat, finde ich, ist das Schlafzimmer der perfekte Rückzugsort, an dem man sich gemütlich wohlfühlen sollte. Dabei ist, finde ich, die richtige Beleuchtung sehr wichtig und natürlich auch das richtige Bett. Ich finde, ein richtiges Bett oder das bequeme Bett ist das A und O eines Schlafzimmers.
genauso wie der passende Stauraum für seine ganzen Klamotten. Wir haben sehr viele Klamotten, weil wir ja zu zweit sind und auch sehr viele Accessoires. Daher war es uns wichtig, diese möglichst versteckt und in einem cleanen Look unterzubekommen. Ein besonderes Must-Have für mich ist ein Fernseher vorm Bett, womit man mit einem schönen Film den Abend beenden kann oder auch am Wochenende mit seiner Komfortserie den Tag starten kann. Passend zu Kaffee und Pancakes im Bett. Für uns war unterm Fernseher noch eine kleine Arbeitsecke sehr wichtig, damit wir uns in der Früh noch hier schnell fertig machen können oder auch am Abend das ein oder andere To-Do hier noch perfekt erledigen können. Und dazu haben wir uns auch für den Hocker Alto entschieden, der nochmal perfekt die Farbe vom Teppich wieder aufnimmt. Im Eck finden wir mein Favorite Piece, und zwar eine Schrankvitrine, die mir meine Mutter damals zu meiner ersten Wohnung geschenkt hat. Sie hatte sie damals in Mailand anfertigen lassen für ihre erste Wohnung, und jetzt habe ich sie wider Willen Konstis, denn es ist not sein Favorite Piece. Mehr Altbauwohnungen findet ihr in der Playlist. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.